meine Damen und Herren, lieber Moritz, lieber Rüdiger, liebe Dorothea, diese Vernissage findet an einem ganz symbolträchtigen Datum statt. Morgen jährt sich zum 30. Mal die deutsche Wiedervereinigung. Und wir haben das schon durch die eindringlichen Worte von Dorothea Vogt erfahren. Ihr beide steht nicht im Verdacht, Ostalgiker zu sein und der alten DDR nachzutrauern. Ihr wart, ich habe es nachgerechnet, 25 oder Ende 20, als es zur Wiedervereinigung kam. Und seit, ich übrigens auch, aber ich habe das Glück gehabt, eine Wessi-Sozialisation hinter mir zu haben, mit vielen DDR-Verwandten übrigens, keinerlei Anfälle von, was waren das noch für schöne Zeiten. Ich will ein wenig frech dagegenhalten, um mich dem Geheimnis eurer wirklich beeindruckenden und eindringlichen Werke ein wenig zu nähern. Normalerweise mache ich gerne solche Einführungen so, dass man sich sehr konkret ein Werk anguckt. Aufgrund des lebhaften Zuspruchs und der Corona-Bedingungen ist es ja nicht möglich, dass wir uns jetzt vor ein Werk stellen und das vertiefen. Also bitte ich um Nachsicht dafür, dass ich sehr deduktiv, sehr allgemein spreche. Was ich sagen will, muss ich mir selbst ein bisschen Mut zumachen. Ich denke, eines war an der DDR produktiv bemerkenswert. Vielleicht auch mehr als nur ein Punkt. Aber dieser eine Punkt ist eben, dass die DDR vor einem großen Problem stand, das sie versucht hat zu lösen. Das Problem kann man schnell benennen. Sie war kein demokratisch durch freie Wahlen legitimierter Staat. Die politische Legitimation fehlte. Bei freien Wahlen hätte es nie und nimmer die Ergebnisse gegeben, die es eben da im 99%-Bereich gab. Und sie war natürlich auch kein Staat, der sich ökonomisch legitimieren konnte. An Prosperität, die mit der Bundesrepublik auch nur entfernt mithalten konnte, fehlte es eindeutig, auch infrastrukturell nicht. Was beeindruckend ist, ist die ästhetische Produktivität der DDR. Und ich habe mir das nochmal angeschaut bei Statistiken, wenn man sich anschaut, wie viel Theater, wie viel Orchester, wie viel bildende Künstler auf Einwohner umgerechnet, ist die DDR in der Rankingliste der ästhetischen Produktivität und der ästhetischen Infrastruktur ganz, ganz oben. Also die Zahl der Theater, Orchester, aber eben auch der Kunsthochschulen, das war beeindruckend. Und es ist ja bis heute ein mit gewisser Gereiztheit diskutierter Umstand, dass die großen Maler, und hier sitzen zwei vor uns, die wir heute haben, samt und sonders eine DDR-Sozialisation haben. Also Name-Dropping, Sie kennen das alle, Baselitz, gelernter DDRler in seinen Jugendjahren, Gerhard Richter, Penck, Polke, Tutti, Quanti kommen eigentlich aus der DDR. Neo Rauch jetzt als Jüngster und wir wollen es eben nicht vergessen, Rüdiger Giebler und Moritz Götze ebenso. Meine These also ist, die DDR hat versucht, sich ästhetisch zu legitimieren. Das ging ja bis rein in diese etwas lachhafte Rhetorik, er ist unser. Und für er konnte man dann einsetzen, Goethe und Hegel und Kleist und was weiß ich nicht, was Tutti, Quanti und Heinrich Mann und Käthe Kollwitz und so weiter. Manchmal war es eben auch, sie ist unser. Also ganz offenbar das Bedürfnis, sich eine ästhetische Legitimation zu geben. Und natürlich hatte die DDR ein ordentliches Problem, das sehr viele DDR-Künstler dann rübergemacht haben und das irgendwie auch durchschaut haben. Also die Loyalität der Künstler blieb weitgehend aus, bei euch auch. Und bei der Generation der Väter, Bastian Götze, über den ein fantastischer Artikel vor einem Vierteljahr etwa in der Kunstzeitschrift Art war, wer sich da ein bisschen vertraut machen will mit den Lebensbedingungen und der Geschichte, aus der ihr auch sehr konkret kommt, auch familiär kommt, der ist, glaube ich, gut beraten, sich dieses Art-Heft anzuschauen. Also, es hat nicht geklappt, bei einigen Tütke, was weiß ich nicht was, und so hat es eben doch geklappt. Die Gereiztheiten bis heute kennt ihr viel besser als unser eins, aber das ist ja eine tiefe Spaltung, die da in der Kunstdiskussion, in der öffentlichen Diskussion, aber ich denke auch im ästhetischen Milieu, selbst bis heute stattfindet. Und ich mache mir das immer klar, entschuldigen Sie, wenn ich habe es immer als peinlich empfunden, wenn alte Männer, alte weiße Männer, zu denen ich mich ja nun leider auch zählen muss, anfangen sozusagen Anekdötchen zu erzählen, aber vielleicht ist die Anekdote doch nicht ganz ohne Relevanz. Ich habe einmal, obwohl ich sie gar nicht kannte, Gespräch mit Christa Wolf gehabt, als einer ihrer Geburtstage gefeiert wurde, wurde ich so Berliner Feierkultur einfach mitgeschleppt und ihr vorgestellt und dann machte ich ihr Komplimente, wie man das so macht, wenn man zufällig eingeladen ist in einem erhabenen großen Kontext, Christa Wolf, und sagte dann also, was Ihnen für Unrecht widerfahren ist, wollen das gar nicht ausdiskutieren, man ist dann ja höflich in so einem Kontext. Also ich habe nicht thematisiert, was auch bei Christa Wolf das Problem ist. Aber das ist ja großes Unrecht und auch Leute wie Reich-Ranitzky haben ja noch nicht mal erkannt, dass ihr umstrittenster Text schon im Titel eine absolut brillante These hat. Was bleibt?
Feuer, der Text, der von Christa Wolf am stärksten diskutiert wurde nach der DDR. Und habe dann Christa Wolf gesagt, naja, für mich als Germanist vollkommen klar, die Anspielung auf Hölderlin gehört ja zum bürgerlichen Prunkzitat. Was aber bleiben, stiften die Dichter. Was von der DDR bleibt, stiften die Musiker, stiften die bildenden Künstler, stiften die Dichter. Christa Wolf guckte mich ganz irritiert an und sagte, ach, ich habe mich im Entferntesten daran gedacht, als ich diesen Text, diesen Titel gegeben habe. Aber kann ich mir die Interpretation zu eigen machen? Sie trifft absolut den Impuls dessen, was ich mit Was bleibt sagen wollte. Und wir können das nachher ja noch, wenn wir uns die Bilder anschauen, diskutieren, ob an dieser These eben was dran ist. Das andere ist vergangen und das ist auch gut so. Nun kommen Moritz Götze und Rüdiger Giebler, Dorothea Vogt hat es schon erwähnt, aus diesem Geniewinkel sind unverdächtig nationalistischer Anwandlungen, aber ihr seid überhaupt nicht unverdächtig, von einem wahnsinnigen Regionalstolz geprägt zu sein. Und es ist ja die Ecke um Halle, Naumburg, wirklich eine Region, die unvergleichlich dasteht. Machen wir einen ganz großen Bogen von Luther und Johann Sebastian Bach bis hin zu Nietzsche und Mommsen, was da an intellektueller, ästhetischer, künstlerischer, musischer Produktivität abgelaufen ist. Das kann man vielleicht nur noch vergleichen mit Schwaben, aber da ich ja hier in Baden bin, würde ich mal sagen, man kann auch, wenn man das Tübinger Stift neben Schulpforta, das Elite-Gymnasium, das fast so gut war wie die Tullerschule heute in Naumburg, daneben hält, kann man sagen, die Tübinger können einpacken, die Schwaben können einpacken. In Baden traue ich mich das zu sagen, wenn man das vergleicht mit dem, wie in Halle die Post abgegangen ist und dem Umkreis davon. Also eine ganz große Spannung zwischen Kenntnissen, die auch einen arroganten Professor einfach beschämen können, was ihr an regionalhistorischen, aber eben auch an Vernetzungskenntnissen habt. Was ist da los im Wesen? Das ist irre. Und Dorothea Vogt hat auch das ja schon sehr deutlich herausgestellt, dass zu dieser extrem produktiven Verhaftung auf der kleinen, detaillierten, genauen, präzisen, prägnanten Kenntnis dessen, was Straße für Straße, Gebäude für Gebäude, Waldstück für Waldstück, Saale Abschnitt für Saale Abschnitt da los gewesen ist, kommt dann eben die Grand Tour hinzu, wo es diesen wunderbaren Katalog, du hast ihn ja schon hochgehalten, gibt. Und ich sag mal, aus diesen regionalen Genies sind dann wirklich ästhetisch aristokratische Weltbürger geworden. Ihr habt dann ganz bewusst mit der obligatorischen Ironie, die dazugehört, auf die Grand Tour, die ja ein Adelsprivileg gewesen ist, umgeschaltet. Und so wird dann große Weltgeschichte kurz geschlossen und verbunden mit dieser eigentümlichen Produktivität der Regionen, die wir in Deutschland haben. Kaisers Aschern ist dann euer Signalwort dafür. Ein Germanist, man muss kein Germanist sein, um sich drüber zu freuen, aber ein Germanist freut sich ganz besonders drüber, weil das eben Dr. Faustus Roman von Thomas Mann entspannt. Und da fragt ja auch Thomas Mann, was Deutschland in ästhetischer Hinsicht eben doch so unvergleichlich macht. Zu den großen Problemen der deutschen Geschichte gehört ja, dass sie keine zentrale, große Nationalgeschichte hervorgebracht hat. Kein Madrid, kein London, kein Paris, sondern eben regional zerspalten war noch und nöcher. Das war ein Problem und das war eine Produktivkraft. Das konnte jeder kleine Duodezium sagen, das ist mein Park, das ist mein Schloss, das sind die Künstler, die ich fördere. Also wenn wir bis heute in Deutschland so ein regionales, dezentrales, intensives Kulturleben haben, mit einem Drei-Sparten-Theater in Städten wie Detmold oder Dessau, dann ist das etwas, worüber der Rest der Welt eigentlich nur den Kopf schüttelt. Was kommt dabei raus? Dabei kommt raus eine Kunst von einer wirklich bemerkenswerten Originalität und Intensität. Wenn man sich die Werke anguckt von Rüdiger Giebler, dann merkt man, dass sie eigentlich sehr komplementär sich verhalten zu dem, was Moritz Götze gemacht hat. Sie sind in jeder Weise eindeutig vieldeutig. Man steht davor, guckt sich fest, sieht etwas als etwas, kann dasselbe dann durch Überlagerungstechnik, durch Anspielungstechnik, durch Motivaufnahmen auch wiederum ganz anders sehen. Also es sind Bilder, die sehr, sehr deutlich machen, dass Kunst die Aufgabe hat, nicht Vieldeutigkeit zu reduzieren. Das ist die verdammte Pflicht und Schuldigkeit von Wissenschaft. Welche These ist richtig und welche ist falsch? Wissenschaft verknappt die Reden und die Diskurse und sagt, das ist falsch,
das darf man nicht sagen. In den Naturwissenschaften und in der Mathematik noch viel deutlicher als in den anderen sogenannten Kultur- und Geisteswissenschaften. Aber auch da hat die Wissenschaft die Aufgabe, falsche von richtigen Sätzen zu trennen und die auszusortieren. Die Kunst macht eigentlich das Gegenteil. Sie sagt, die Welt ist schön und die Frauen sind schön und der Wein ist gut, schlecht oder problematisch oder wie auch immer, und stellt dazu dann noch eine Zweitversion hinzu. Kunst hält alternative Realitätsversionen parat und sagt, Leute, schaut an, hört zu, lest, ihr könnt das, was ihr bislang über die Liebe, über Heimat, über Krieg, über Frieden, über Krankheiten und dergleichen, über Erziehung, über Jugend, Coming of Age und so gedacht habt, auch mal so sehen, wie ich es jetzt erzähle, wie ich es jetzt in euer Ohr hineinbringe, wie ich es euch vor Augen stelle. Und das macht deine Kunst, Rüdiger, finde ich, in einer wirklich ganz, ganz, ganz bemerkenswert. Ich gucke in die falsche Richtung. Ja, da ist Giebler, wie Sie gemerkt haben. Da ist Moritz Götze. In der ganz, ganz eindringlichen Art und Weise. Und das mit einer Präzision. Jetzt werde ich sehr selbstkritisch. Bin in Düsseldorf groß geworden, habe ein bisschen den Kunstbetrieb in Düsseldorf in den wilden Jahren so im Boys kennengelernt. Bin sehr dankbar für all die Anregungen, die ich da gekriegt habe. Aber es war eben wirklich so, dass 80% der Leute an der Kunstakademie in Düsseldorf haben nicht mehr das Handwerk gemacht. Dann ging man zu Klappig. Der hat das noch gemacht. Bei dem konnte man wirklich noch merken, wie man Farben mischt und wie man den Pinsel führt und was Formate sind und was Stile sind und dergleichen. Die anderen gingen halt zu Beuys und machten verrückte Aktionen. Ich bin der Letzte, der das kleinreden will und für uninteressant erklären will. Aber auch das hat Dorothee Vogt schon deutlich herausgestellt. Ihr habt, das halte ich wirklich für sehr bemerkenswert, im handwerklichen Hintergrund. Moritz ist genannter Tischler. Und du bist gelernter Landvermesser. Es ist wirklich so, dass man den guten alten Spruch Kunst kommt von Können noch einmal bemühen kann. Es ist ein handwerklicher Gestus, eine Souveränität in den Werken von beiden drin, die ihresgleichen eben doch, denke ich, in dem Werk von Generationsgenossen, die eine andere Sozialisation hinter sich haben, definitiv fehlt. Man muss nur ein bisschen weitergehen in die Mannheimer Kunsthalle, um das ab und an, Gott sei Dank, nicht immer, auch zu erfahren. Komplementär gilt das für die Werke von Moritz Götze, die zuerst einmal nicht auf diese Vielschichtigkeit und Vieldeutigkeit setzen, sondern eine Prägnanz und eine Präzision haben, die einen unmittelbar anspringt. Aber auf eine interessante, lustvolle, irritierende Art und Weise anspringt. Man denkt, das habe ich doch schon mal gesehen. So eine stilisierte Frau, so eine Insel, so ein Requisit. Achten Sie mal drauf, schönes Leitmotiv im Werk von Moritz Götze, wie viele Abfälle da häufig vorkommen, sozusagen Konsum. Abfall, ein aussortiertes Handy oder eine Dose oder ein Stück Weggummi oder was weiß ich nicht was, also lauter vergessene Alltagsgegenstände. Es handelt sich dabei um Abfall im doppelten Wortsinne. Das Deutsche hält ja für Abfall zwei Bedeutungen bereit. Das ist der Müll, der recycelt wird, der nobilitiert wird, und es ist der Abfall vom rechten Glauben, der Abfall im Sinne von Häresie. Man hat ein Motiv, das schon mal etabliert war in der Kunstgeschichte, aber jetzt noch einmal so, dass man abfällt von der bisherigen Form, es wahrzunehmen und wirklich etwas ganz neu sieht. Eine Intensität, etwas als etwas zu erfahren, die übrigens auch deshalb bemerkenswert ist, weil sie etwas macht, was bis heute, wenn ich es richtig sehe, in der Kunstgeschichte, aber auch in der Literatur, eigentlich als sehr problematisch gilt, nämlich Ausdruck ist von Lebensfreude, weil ich Naumburg erwähnt hatte und Schulpforta, wo Nietzsche ja seine Gymnasialjahre verbracht hatte, will ich es eben mit Nietzsche als die große Kunst des dionysischen Ja-Sagens charakterisieren. Es ist dahinter eine Lebenslust und eine Daseinsaffirmation, die nur alles andere ist als unkritisch. Das versteht sich gewissermaßen von selbst. Aber wer heute auf Affirmation setzt und sagt, Leute, wir haben verdammt viel zu verlieren. Corona macht uns das wieder einmal deutlich. Wir haben, und spreche jetzt ausdrücklich auch von mir als Wessi, das Glück habe ich, gehe auf die 70 zu, 7 Jahrzehnte Frieden und Prosperität gehabt zu haben. Wann hatten wir das in Mitteleuropa?
dann merkt man, dass man ein sehr vermintes Gelände betritt. Warum? Weil ein Künstler gefälligst kritisch und destruktiv und dekonstruktiv und so weiter zu sagen hat. Ich finde diesen Gestus bei euren Bildern, der alles andere als naiv ist, zu sagen, diese schaukelnde Frau ist wunderschön. Ein ganzer Band heißt einfach Schönheit. Nicht? Oder diese Vater-Sohn-Geschichte oder diese Mutter-Sohn-Konstellation, die Mutter von Nietzsche bei Rüdiger Giebler mit dem Sohn Nietzsche. Da ist auch bei all dem, was an Pathologien in der Nietzsche-Familie drin ist, eine sehr eigentümliche Form von Zärtlichkeit drin. Die Kunst des großen Ja-Sagens ist dabei und die muss man eben unterscheiden von der Dämlichkeit des IA-Sagens, um nochmal Nietzsche zu bemühen, wie der Esel praktiziert. Es ist also ausdrücklich nicht das IA des dummen Esels gemeint, sondern es ist die große Kunst der Affirmation des Geschenks von Dasein zu begreifen, aus der man etwas zu machen hat. Sagt übrigens schon Hegel, die Kunst der Affirmation, sagt der große Negationsphilosoph Hegel, die Kunst der Affirmation ist schwerer zu erlernen und zu begreifen als die der Negation. Und das ist mir, als ich gestern hier durchging und mir eure Werke nochmal angeschaut habe, eigentlich, denke ich, sehr, sehr deutlich geworden, was da es eben mit sich auf. Das schließt nicht aus, dass in beiden Werken, dem von Rüdiger Giebler und dem von Moritz Götze, sich eben auch sehr viel freundlich Neues findet. Manchmal ist das Gute ja so unglaublich naheliegend, dass man denkt, wieso ist auf diesen genialen Einfall nicht schon früher jemand gekommen? Wir sind gewohnt, dass Bilder rechteckig sind. Moritz Götze schaltet auf Emaille um, großartig, auf Dauer angelegt. Das Wort vom ewigen Werk gilt allemal. Emaille hält beliebig lange durch, wenn schon alle möglichen Farben an Gemälden ausgeblichen sind. Also eine großartige Form der Materialität. Die es aber eben auch ermöglicht, die Fixierung auf das Quadrat und allenfalls mal auf das Oval bei einem Porträt preiszugeben und sozusagen offene Flächen und Ränder und Konturen zu haben. Neues Material, eine völlig neue, schon von außen her gesehen, Formgebung, die wir da finden. Also eine Sprengung des Rechtsecks, die immer deutlich macht, dass Kunst auch porös ist, dass in die Geschichten die Kunst in eine Szenenband, in einen Augenblick stillstellt, unglaublich viel von Weltgeschichte und von Vernetzungen einfließt. Und ich denke, das ist wiederum bei allen Unterschieden in euren Malstilen eine Gemeinsamkeit, die eurer beiden Werke auszeichnet. Nun, morgen feiern wir, ich sagte es, 30 Jahre deutsche Wiedervereinigung. Die DDR ist seit 30 Jahren im kapitalistischen Westen angekommen. Und ich nutze das für wirklich profanen, aber sehr überzeugten Hinweis darauf, dass man diese Werke auch erwerben kann zu, wie ich finde, schändlich niedrigen Preisen. Und macht dezent darauf aufmerksam, wie viele Leute sich heute vor Wut ein Loch in den Bauch beißen, dass sie nicht vor 40 Jahren Gerhard Richter gekauft haben oder Baselitz oder. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse für diesen ausdrücklichen Hinweis. Kunst kommt von Können und es ist ja ein leichtes, sozusagen zu laudieren, wenn Leute so, ja, hypertroph etabliert sind auf dem Kunstmarkt, wie die Namen, die ich gerade gemerkt habe. Wir haben es mit Rüdiger Giebler und mit Moritz Götze, weiß Gott, in vergleichsweise jungen Jahren schon mit etablierten Leuten zu tun, von einer unglaublichen Produktivität. Und ja, ich denke, man macht nicht viel falsch, wenn man sich mit den Gedanken rumträgt, ein Werk von einem oder von beiden eben auch mal zu erwähnen. Nicht aus kommerziellem Interesse, ich glaube, wenn man das einmal hat. Ich habe mich gestern in einer wunderbaren Mannheimer Wohnung davon überzeugen können und deute Zahlen an, dass ich Täter des Worts bin und nicht Hörer allein. Man kommt nicht in die Versuchung, sie aus schnöden ökonomischen und finanziellen Interessen wieder zu verkaufen. Das kann der Beginn einer ganz, ganz großen Freundschafts- und Liebesgeschichte werden. Und ich denke, wenn Sie sich die Werke angucken, werden Sie vielleicht nicht zögern, meinen Worten zuzustimmen. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.